In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du bei Windows deinen Bildschirm aufnehmen kannst. Dafür gibt es einmal zwei verschiedene Möglichkeiten, nämlich du kannst das Ganze komplett ohne zusätzliche Software mit Windows erledigen oder aber du sagst, ich möchte dafür ein extra Programm herunterladen. Das stelle ich dir auch noch im Video vor und deshalb solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dranbleiben. Also wir starten jetzt erstmal mit dem Programm, was direkt von Windows quasi mitgeliefert wird. Und zwar musst du dann einfach nur die Tastenkombination Windows plus G gedrückt halten und dann öffnet sich auch schon direkt dieses Fenster. So, da kannst du jetzt einfach dann zum Beispiel oben links bei Aufzeichnen draufklicken und könntest einmal das Ganze aufnehmen, beziehungsweise du kannst den Ton dort noch einstellen oder auch einfach nur einen Screenshot machen. Diese Funktion ist vor allen Dingen fürs Gaming geeignet. Also wenn du irgendwelche Spiele spielst, kannst du diese natürlich auch mitschneiden, auch mit deinem Ton. Und deshalb empfehle ich diese Funktion auf jeden Fall erstmal so fürs Gaming. Das ganze Ding funktioniert auch nur, wenn du wirklich in einem Spiel drin bist, beziehungsweise zum Beispiel im Browser. Du siehst, das Ganze ist jetzt hier grau hinterlegt, das Aufnahmezeichen, weil wir eben jetzt nur auf dem Desktop sind. Und wenn du jetzt wirklich nur deinen Desktop, beziehungsweise einzelne Schritte dort auf dem Desktop zeigen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall das zusätzliche Programm, welches auch kostenlos ist. Und das stelle ich dir jetzt nochmal vor. Dafür gehst du einfach nur in Google rein. Wir gehen jetzt hier einmal wieder raus und gibst dann einfach in der Google-Suche OCam ein. Danach gehst du auf den Link von Chip und lädst dir das ganze Ding hier einfach kostenlos runter. Wenn du das Programm heruntergeladen hast, dann startet sofort die Installation und anschließend wird das Programm automatisch geöffnet. Und jetzt zeige ich dir einmal, wie das Programm aussieht bzw. auch funktioniert. So, wenn OCam jetzt geöffnet ist, dann hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst erstmal hier rechts den Ton einstellen, du kannst dann dein Mikrofon auswählen, beziehungsweise du kannst den Ton auch natürlich komplett abschalten. Anschließend kannst du natürlich dann sagen, okay, welchen Bereich möchte ich jetzt überhaupt vom Bild füllen? Also möchtest du einen bestimmten Bereich oder möchtest du einfach das gesamte Bild füllen? In der Regel füllt man natürlich schon das gesamte Bild, außer du hast natürlich jetzt irgendwelche Stellen auf deinem PC, Desktop, die jetzt nicht unbedingt direkt gesehen werden, zum Beispiel wenn du jetzt irgendwelche Passwörter oder ähnliches angibst, kann man das Ganze natürlich dann auch besser auf den Bereich beziehen. So, wenn du das Ganze jetzt erledigt hast, dann kannst du auch schon direkt mit der Aufnahme starten. Dafür klickst du einmal nur hier auf Aufnahme drauf und danach läuft das Ganze schon automatisch. Und wenn du dann wieder fertig bist, klickst du nochmal auf den Button und dann ist die Aufnahme auch direkt gespeichert und du kannst anschließend einfach hier auf Öffnen klicken. Dann wird sofort der Ordner geöffnet, in dem sich dein neues Video befindet. Du kannst das Ganze direkt öffnen und im nächsten Schritt natürlich mit einem Videoschnittprogramm deiner Wahl bearbeiten und später dann auf YouTube oder ähnliches hochladen. So einfach ist es heutzutage mit Windows deinen Bildschirm aufzunehmen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, lass auf jeden Fall einen Daumen da. Ansonsten abonniere gerne meinen YouTube-Kanal und falls du noch irgendeine Frage dazu hast, dann schreib einfach gerne einen Kommentar.